Hallo und willkommen zurück zum BAM Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute mal uns ein bisschen mit dem Crafting-Menü beschäftigen. Man sieht, wenn man R drückt für das Bauabschnitt oder Baubereich, dann sieht man hier die Eingrenzung. Wir können also in diesem Bereich bauen. Und Monsieur Yellow hat empfohlen, dass wir zuerst eine Werkbank bauen. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? So, Katalog öffnen mit Tab. Schauen wir mal rein, was gibt's denn hier alles? Es gibt Shurikenstall, Schnäbelstall, Taubnado-Stall und die Alchemiestation. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Hier gibt's auf jeden Fall die Werkbank. Dafür haben wir alles, was wir brauchen. Ich würde sagen, die stellen wir auch mal gleich hier hin, oder? Gucken, da vielleicht. Bauen, so. Ja, machen wir gleich. Wir wollen aber erst nochmal gucken. Freund der Sonne. Recyclingtonne. Aluminium-Schmelzofen. Defibrator. Verarbeitung Holz zu Papier, okay. Was haben wir hier? Penner-Herberge. Beherbergt einen einzelnen Creep, den du auf Plünderungsmission entsenden kannst. Ach du Scheiße. Kupfer-Schmelzofen. Okay, es gibt auf jeden Fall so einiges. Utilities, Kiste, einfaches Bett, bequemes Bett, Pappleiter, Kochen. Eintopf. Eintopf. Okay. Spezielle Mahlzeiten aus dem Rezeptbuch. Oha. Deko. Kleiner Blumentopf. Mittlerer Blumentopf, großer Blumentopf. Was haben wir hier? Ah ja, ein Kaka-Sammelbehälter. Prima. Oh, Landmine. Flaschenheld. Beschmeißt Feinde während einer Basiseinnahme mit Flaschen. Oha. Was gibt's hier? Beschießt Feinde während der Basiseinnahme auch mit Flaschen, nur mit schnellerer Feuerrate. Okay. Ach du Scheiße. Pappfußboden, Pappwand, Pappfenster, Papptür, Pappfenster, Burgwand. Ach du Scheiße. Ja? Was? Metallfußboden, Metallwand, Metallfenster. Ach du heilige Scheiße. Es gibt ja. Uiu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 i. Da haben wir eine Menge zu tun. Ein kleiner Kaktus. Oh, schön. Dekokram ist das, ne? Jo. Auch hier? Okay, wir gucken jetzt erstmal nach dem Reparaturkit. Danke, Yellow. So, zerstören. Bau mal, interagieren. So, Reparaturkit. Das könnten wir doch mal herstellen, oder? Zack. Gegenstand wurde dem Inventar hinzugefügt. Okay, hergestellte Gegenstände werden automatisch in Karl verschoben. Call the Cart Man! Yo, wie geht's dir? Alles klar? Wollen wir mal gucken, ob es heute wieder einen Unfall gibt? Den wir nicht verursachen. Nein, nein, nein. Ich muss gerade mal die Maus einen Tick langsamer machen, sonst. So, jetzt, ich soll. Jetzt muss ich mal gucken hier. Die Reparaturkits sind jetzt hier. Eins nehmen. Okay. Und dann reparieren. Boom! Easy. Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for more gift deliveries. Ja, ja, seine Lieferung kennen wir schon. Okay. Kann sie im Taubenstall aufwerten. Good job, pal! I didn't like the part where I was a living bum, but I am glad that it worked out in the end. Huh? The creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Jo, jetzt gucken wir aber erstmal, was hier geht. Interagieren.
Upgrade kosten? Holz, Schrott, Pappe und Nägel. Wo kriege ich Nägel her? Ach du Schande. Nägel haben wir gar nicht. Die Taube bringt Sprengstoff zum Explodieren, nachdem sie das Ziel trifft. Erheblichen Schaden. Ach du Scheiße. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeug. Haben wir nicht noch... Ah doch, guck mal. Wir nehmen mal eins, zack. Na, knapp daneben ist auch vorbei, wa? Ah ja, jetzt können wir die ja mal durchjagen, oder? Hätte ich gesagt. Nein, habe ich nicht. Ach, hi je. Ah, man muss erst da draufklicken. So, vielleicht. Zack. Ja, mega. Hauen wir mal gleich durch. Ich meine, wenn wir schon das Recycle-Ding haben. Wir kriegen aber nur Schrott, ne? Keine Nägel, ne? Keine Nägel. Die Reifen habe ich schon probiert, die gehen leider nicht. Hey, kann man die Dinger vielleicht recyceln? Einfaches Bett. Ah, cool. Okay. Ach geil, die kann man auch zerlegen. Ja, mega. Was kriegt man da? Auch Schrott. Cool. So, Nägel können wir machen auch Schrott. Ach komm, wir machen uns mal... Wir machen uns mal die Nägel. Die Pappe haben wir, Schrott haben wir. Da fehlt uns noch Holz und Nägel. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Nägel. 2. Mein Inventar ist voll. Scheiße. Gucken wir mal, Reparaturset. Wir können ja mal einen Satz Reifen rausschmeißen, oder? So. Ich meine, dann haben wir wieder Platz. So, dann machen wir uns fix die Nägel. Hier, Nägel, herstellen, herstellen. So, jetzt haben wir 2 Nägel. Jetzt haben wir alles bis auf Holz. Habe ich irgendwas aus Holz? Holz habe ich 6 Stück. Was ist denn hier mit dem Eimer? Kann ich den auch zerlegen? Nee. Den stelle ich mal dahin. Stellen vor allem. Ist natürlich die Frage, waren hier nicht irgendwo noch Paletten umgelegen? Okay, Pappe. Hoppala. Na, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Was haben wir hier? Schrott. Was ist das? Oh, eine alte Schublade. Die kann man doch bestimmt zu Holz machen, oder? Ja, mega. Oh, voll gut. So, warte. Zack, das nehmen wir noch mit. Und die Pappe will ich auch. Komm mit. Wir wollen uns schnell die Aufwertung hier machen. Ihr habt da voll Bock. So. Ey, Holz, jetzt müsst ihr ja gehen, geil. Ah ja. Okay. Jetzt bin ich ja mal sowas von gespannt. Alter, guck mal. Guck mal. Oh. Ja, cool. Da müssen wir mal jemanden. Müssen wir mal jemanden mit umnieten. Lass uns mal fix auf die Map schauen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Das heißt, Karl, lass mich mal aufsteigen. Entschuldigung, wir müssen hier gerade mal vorbei. Krass, dass der Einkaufswagen schneller ist als das Auto, ne? Also, wir müssen da ganz die Straße hoch. Okay. Einfach immer hier. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe sie nicht gesehen. Doch, ich habe sie gesehen, aber ich fand es witzig. So. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. Oh, wir haben auch schon wieder Durst, ne?
Ach nee, wir müssen eigentlich einen Tick weiter, ne? Glaube ich. Kann mal kurz gucken. Ah nee, wir müssen hier irgendwo rein. So, das laufe ich das Stück. Können wir hier gucken? Pappe. Lass uns mal fix was trinken. Das war gut. Was essen? Ist das was zu essen eigentlich? Nee. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Ach, hier, das Sandwich. Was haben wir hier? Ah, Samen. Am Wachstum beschleunigen. Okay. Ja, Reifen brauche ich gerade nicht. Nehme ich mal mit. So, nur blöde Flaschen. Passen die noch? Jo, passen noch. Cool stuff! Jo, ich weiß. Was haben wir hier noch? Pappe. Komm mit. Oh, da war ein Sandwich. Haben wir noch Platz? Emergency rations, huh? Komm mit. Komm mit. Wir müssen doch irgendwo hier. Oh, ich würde so gern alles looten. Aber wir haben gerade gar keinen Platz, ey. Nur blöde Dosen. Oha. Hey, yo. You know the drill. Keep your distance and look away. Yeah, yeah. We got your message. What's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Yeah, and? We're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of- If you want to keep any creeps on your side, you better go and save them. Now. Come on, pal. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. Oh ja, yeah, das machen wir. Ich habe gehört, wir haben ziemlich coole Tauben am Start. Dann gehen wir mal dahin, oder? Ich würde jetzt mal hier zu einem gelben Punkt laufen. Gucken, ob das das Richtige ist. Komm, Karl, wir machen uns auf den Weg. Wir hauen ein paar Leuten auf die Fresse. Guten Tag. Ich glaube ja, ich weiß ja nicht... Man muss ja mal ein bisschen auf die Straße aufpassen. Wir machen hier mal gleich die Kampftauben an. Ah, wir müssen irgendwie darüber. Jetzt. Da ist schon wieder Kaka. Geil, nehme ich. Danke. Sind wir hier richtig? Ja, fast. Here they are! Go get them, Tiger! Oh, ist der da ausgewichen? Glaub's ja gar nicht. Ah, mit Bande. Wie geil ist das für dich? Bam! Oh. Ciao. Sorry for the trouble. I'll make it up to you. I promise. Ja, klar, zahlst du zurück, Mann. Good job. We won back some respect on the streets. We can use that to bring creeps into our base. So keep saving them, pal. I think we're ready to show Evil Way that they shouldn't have messed with us. However, if you want some more practice first, I suggest locating and taking over some of the bug bases. They got too bold and need to be reminded that the creeps are the true rulers of this city. Simply follow the bug-themed graffiti if you want to find their disgusting nests. Okay. Das war äußerst... Ich sag mal, die Tauben, die knallen, ne? Das
klingt irgendwie komisch, das zu sagen, aber ich muss die Dinger finden mit den Graffitis, ja? Da müssen wir mal ein bisschen durch die Stadt laufen, wa? Das macht Hunger, Durst. Hunger, Durst läuft. Dann gucken wir uns mal. Bug-Überfall bevorstehen. Bugs drohen, deine Basis zu überfallen. Wenn du das Schutzgeld nicht bezahlst, was willst du dagegen tun? Ich werde meine Basis selber beschützen. Was heißt denn meine Basis? Komm mit, wir müssen los. Wir müssen hier... Ach, Karl, komm mal her. Wir fahren. Das geht schneller. Fahren wir in die richtige Richtung? Jo, gerade mal ein bisschen rauszoomen hier. Oh, mit die Lenkung mit dem Einkaufswagen, an die muss ich mich echt gewöhnen. Sind wir schon da? Jo, wir sind schon da. Bereite dich auf den Angriff vor. Wie macht man denn das? Bugüberfall, ja, das ist immer die Retourkutsche dann, ne? Voll ins Gesicht, ey. Steh dir nochmal auf. Bleib liegen, komm. Besser ist es. Ja, krass. Haben die das Ding hier beschädigt? Sieht man das irgendwo? Sag mal, sieht hier der ganze Müll rum. Hey, yo, hier. Da. Um den könnt ihr euch mal kümmern. Ey, die Polizisten heutzutage, oder? Mal ohne Witz. Der will sich kurz dazu setzen. Es tut mir leid, aber das ist so witzig. So, der will da mitfahren mit dem nächsten Bus. So, der Rest ist schon weg. Ach Gott, ist das gut. Jetzt hauen wir den Bugs mal ein bisschen auf die Fresse, würde ich behaupten. So, was macht die Ausdauer? Hunger, Durst, ist alles gut? Karl, bist du da? Jo, Karl ist da. Hey, weg da. Ich bin gerade echt in Laune. Ich teile gerade nur aus. Was willst du denn? Kannst gleich... Oh, leck. Entschuldigung. Das sind Passanten, okay. So, Jungs. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Wo wollt ihr denn hin? Echt jetzt? Guck mal, die prallen vom Wasser ab. Da drüben ist eine Feder. Lasst uns aber erstmal gucken. Hier muss doch irgendwo... Das ist ein R für einer. Oh, das war ein Passant. Sorry. Ey, so, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Die Taube konnte nicht zwischen Freund und Feind. Und vielleicht brauchen Sie eine Abkühlung. Kann man schwimmen? You don't look too good, pal. Oh. Oh nein. Eingepennt? Nein, man kann nicht schwimmen. Was? Wieso das nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. So, wir haben aber noch einen Punkt, den würde ich auch noch schnell raushauen. Krankenversicherung. Weniger Geld, wenn du ins Krankenhaus kommst. Besseren Gegenstand, wenn ich den Müll durchwühle. Mehr Schaden.
Nahkampfangriffe wird erhöht. Erhöht die Menge der alten Erfahrungspunkte. Yo, gekauft. Jetzt muss ich mal gucken. Sein Charakter kann man nicht wieder einsammeln, oder? Vermute ich. Gut, sei es drum. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu dem C und schauen zwischendrin mal. Alles gut? Du hast noch alles, ne? Wir haben Durst. Dann essen wir erstmal was. Wir haben Durst, dann essen wir erstmal was. Trinken wir noch was? $24 habe ich ja trotzdem noch im Sack. Alles gut, oder? Okay, hier haben wir eine Dose. Komm mit, Karl. Lass uns zwischendrin auch mal ein bisschen... Laufe ich in die richtige Richtung? Jo. Lass uns zwischendrin auch mal ein bisschen Müll durchwühlen. Aber wir suchen jetzt diese Graffitis. Ah, ich war im Krankenhaus. Ah ja, okay. Okay. Haben wir noch Platz, Karl? Oh! Ein Platz haben wir noch. Ja, es ist nur die Frage, wo finden wir diese Graffitis, ne? Wahrscheinlich eher so in den Nebenstraßen, hätte ich gesagt. Ist das ein Polizist wahrscheinlich? Aber wir können ja erstmal... Kauf Dicks Eis. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, komm, ich kaufe mir eine Eiscreme. Ja, danke. Danke schön. Ach, so ein Eis ist einfach auch geil, ne? So, Evil Way. Hey, Jungs, ich habe gehört, ihr habt hier irgendwo mein Gehirn rumliegen. Open up, fuckers! I want my body back! Oh, yeah! My friend wants his brain back as well! Open up or face the wrath of the Pigeon Master! Can you please stop doing that? Mr. Bones has just installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking- Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to- Oh no, I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, I'm here to- Why don't you make an official call? If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for- Sorry, I wish I could be of more help. Goodbye now. Fuck! What now? Any ideas, pal? If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards and they don't seem happy about you being around. Psst. I can help. Meet me behind the hospital. Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun times. Doesn't seem like we have much of a choice, huh? He told us to meet him next to the hospital. Maybe he's just a doctor with a soft spot for bums? You know, free medical service and stuff. Nothing evil, twisted, or dangerous, like with most of the people we meet. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy person we have to deal with this time! Okay, ist er noch da? Nö, der ist weg. Ah ja, interessant. Ja gut, dann haben wir unsere nächste Mission ja eigentlich schon klar. Oh, hier können wir noch jemanden verprügeln, bevor wir die Folge beenden. Das machen wir auch, oder? Bäm, aus dem Hinterhalt. Oh, die blickt's gar nicht, wo ich bin. Mega gut, mega gut. Oh, der kann aber weit werfen. Hei, hei, hei. Spinnspul. I was starting to lose hope. You have my thanks. Yay, der Retter der Penner. Das sind wir wohl, ne?
Jo, haben wir einen Creep gerettet. Geil. Ich würde sagen, bei uns läuft es total. Ach, Entschuldigung, aber das Spiel ist so witzig. So, also, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Folgenwechsel, ne, damit ich nicht wieder immer bei 35 Minuten lande. Und dann sehen wir uns gleich wieder und gucken mal, was der gute Mann hinter dem Krankenhaus will. Ich würde hier noch ein bisschen rumlaufen, ein paar Mülltonnen looten, ein bisschen Essen ranholen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.